Roger Waters. Keine Bomben über Menschen in Syrien. Roger Waters, Mitbegründer der britischen Rockband Pink Floyd, hielt am 13. April 2018 ein Konzert in Barcelona. Dabei überraschte er sein Publikum mit einer politischen Stellungnahme über die private Organisation der sogenannten Weißhelme, auch syrischer Zivilschutz genannt. Anlass dazu gab ihm eine E-Mail, die er am Vorabend seines Konzertes von einem französischen Reporter und Sympathisanten der Weißhelme erhielt. Dieser wollte den Musiker dafür gewinnen, dem Reporter während des Konzertes eine Plattform zu bieten, um Propaganda für die Weißhelme zu machen. Anstatt aber auf das Angebot des Reporters einzugehen, übermittelte Waters während seines Konzertes seine Ansicht zu den Weißhelmen wie folgt. Die Weißhelme sind eine Schwindelorganisation, die nur dafür da ist, Propaganda für Dschihadisten und Terroristen zu machen. Wenn wir der Propaganda der Weißhelme und anderen Glauben schenken würden, dann würden wir auch unsere Regierungen ermutigen, Bomben auf die syrische Bevölkerung abzuwerfen. Das wäre für die Menschheitsgeschichte ein Fehler von monumentalem Ausmaß. Bezeichnend dabei war, dass Waters lauten Jubel aus dem Publikum erhielt, da er gegen einen völkerrechtswidrigen Krieg war. Zur Erinnerung, am 8. April 2018, gerade mal 5 Tage vor dem Konzert, berichteten alle großen Medien über einen mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenhochburg Duma. Die Sprecherin des US-Außenministeriums hatte bereits am 8. April das Assad-Regime und seine Unterstützer für den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff verantwortlich gemacht. Kaum Stunden nach dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff werden US-Schläge gegen Syrien nicht ausgeschlossen, ohne jegliche Beweise und ohne Untersuchung. Dabei waren die Weißhelme die einzige Quelle, auf der ein Angriff gegen die syrische Regierung gerechtfertigt werden konnte. Sollte das Konzert mit Roger Waters etwa zu Propagandazwecken für die Weißhelme und somit als Rechtfertigung für die Angriffe in Syrien missbraucht werden? Denn nur einen Tag nach dem Konzert, nämlich in der Nacht zum 14. April 2018, griffen die USA gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien mehrere Ziele in Damaskus und Umgebung an. Mit Marschflugkörpern vom Mittelmeer aus beschossen die Alliierten nach eigenen Aussagen Teile der Infrastruktur zur Herstellung chemischer Waffen in Homs, Aleppo und Damaskus. Die Worte, die Roger Waters in Barcelona an sein Publikum richtete, zeigen einen Weg, der Kriegspropaganda westlicher Regierungen und Medien entgegenzuwirken. Was wir wirklich tun sollten, ist es, die Regierungen zu überzeugen, keine Bomben über Menschen abzuwerfen. Und ganz sicher nicht, bis wir alles Notwendige untersucht haben, um zu wissen, was wirklich vor sich geht. Weil wir in einer Welt leben, in der Propaganda wichtiger ist als die Realität, die wirklich passiert. Die Zivilschutzorganisationen Weißhelme geben vor, neutral zu sein, tragen jedoch laut der unabhängigen kanadischen Journalistin Eva Bartlett Waffen und stehen auf den Leichen syrischer Soldaten. Am 19. August 2015 haben die Weißhelme getwittert, es habe ein Fassbombenangriff durch die syrische Regierung stattgefunden. Zu dieser Meldung verwendeten sie ein Bild, das bereits 2 Jahre zuvor, am 14. April 2013, auf der Webseite der internationalen Tageszeitung The Christian Science Monitor veröffentlicht wurde. Somit können Organisationen, die solche Falschbilder weiterverbreiten, nicht als neutral und glaubwürdig erachtet werden. Ein weiteres Bild eines verletzten Kindes machte am 30. September 2015 auf Twitter die Runde. Das Kind sei, laut den Weißhelmen, Opfer eines russischen Angriffs in Homs geworden. Dasselbe Bild wurde jedoch bereits 5 Tage zuvor, am 25. September 2015, von dem mit den Weißhelmen in Verbindung stehenden Syrian Network auf Twitter gestellt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Russland noch nicht im Krieg.
Sie haben erst ab dem 30. September 2015, also 5 Tage nach der ersten Veröffentlichung des Bildes, in Syrien eingegriffen. Es lässt sich einmal mehr vermuten, dass das Foto und der Tweet eine Verunglimpfung Russlands durch die Weißhelme darstellt. Das Nachrichtenportal RFS, Revolutionary Forces of Syria, zu Deutsch Revolutionäre syrische Kräfte, stellte vor kurzem ein gespieltes Rettungsvideo der Weißhelme aufs Netz. In diesem Video verharren Weißhelme-Retter mit einem angeblichen Opfer von Bombenangriffen zuerst sekundenlang regungslos, während sich die Kamera um die Darsteller dreht. Auf Signal beginnt die Action und es entsteht Hektik und lautes Stimmengewirr. Der Film wurde bereits ein paar Stunden später wieder von den sozialen Medien des RFS entfernt. Die Begründung der Weißhelme zum Film war: Wir hofften, eine Verbindung zwischen dem Grauen von Syrien und der Außenwelt zu schaffen. Viele Menschen stellten nach dieser Aktion die Glaubwürdigkeit der Weißhelme in Frage. Die vor Ort berichtende freie Journalistin Vanessa Beely entlarvte die humanitäre Organisation als Unterstützergruppe der Terroristen. Ziel der Weißhelme sei es, eine Anti-Assad-Propaganda zu produzieren. So scheint auch dieses Video Teil dieser Propaganda zu sein. Doch nicht nur durch Organisationen wie die Weißhelme wird eine solche Art von Propaganda mit Hilfe gefälschter Bilder und Filmaufnahmen betrieben. Fotos von in Trümmern liegenden, verletzten Kindern werden missbraucht, um Emotionen zu erzeugen und Hass gegen syrische und russische Streitkräfte zu schüren. Wie Kinder zu Giftgasopfern trainiert werden. Gerhard Wisniewski ist ein deutscher Buch- und Filmautor und bekannt für seinen Hintergründe enthüllenden Journalismus. Wisniewski hat eine besondere Spürnase für Ungereimtheiten in der Berichterstattung der Leitmedien und versteht es, diese auch für Laien verständlich und nachvollziehbar aufzuzeigen. Im April 2018 nahm er in 2 Videobeiträgen die angeblichen Beweise für Giftgasangriffe der syrischen Armee gegen die Zivilbevölkerung aufs Korn. Er legt dar, wie leicht Bergungsszenen nach mutmaßlichen Angriffen inszeniert werden können und auch tatsächlich wurden. Sehen Sie nun 2 5-minütige Kurzdokumentationen, die er auf seiner Internetplattform www.wisniewski.ch veröffentlichte. The chaos and carnage of images are difficult to watch. Das sind also so die Giftgasattacken, die Giftgasopfer, die uns dauernd im Fernsehen vorgeführt werden, und damit ist YouTube ja voll. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie solche Videos unter Umständen entstanden sein können. Hier sehen wir eine lustige Veranstaltung, Kinder spielen mit Bällen, ja. Aber das ist nicht der eigentliche Zweck der ganzen Sache. Denn nun geht's dann ans Üben. Hier, da haben wir schon die Giftgasopfer. Sirene heult, alle werfen sich hin. Sofort springen sogenannte Ärzte herbei mit Gasmasken. Das ist besonders lustig, ja, weil dieser Mensch hier also eine Gasmaske trägt, aber mit bloßen Händen hier herum manipuliert. Ein absolutes Kindertheater. Dann, wenn er 2, 3 Sekunden oder 5 ein Kind beatmet, was soll das dann bitte bringen, ja? Die Kinder machen natürlich gerne mit, die halten das für ein Spiel. Das wird ihnen wahrscheinlich auch als Spiel verkauft. Ja. Aber sie versuchen schon realistisch auszusehen, so ist es nicht. Man hat sie also schon gebrieft. Sie spielen da bewusstlos. Hier, der Junge hier versucht sowas wie Zuckbewegungen zu inszenieren. Er leidet ja auch ganz schlimm da unten. Und natürlich
das berühmte Medieninterview hier, ja. Also irgendein Arzt wahrscheinlich, der jetzt berichtet, welche schlimmen Dinge diesen Kindern zugestoßen sind. Das muss also auch geübt werden. Und jetzt geht's los, die Inszenierung. Die berühmte Szene mit dem bewusstlosen Kind im Arm. Ja. Das ist ganz wichtig. Hier der Junge versucht zu zucken, hier sogar mit den Händen, ja, Füßen. Und da die üblichen Szenen halt, ja, jetzt fällt der auch um. Das ist gar nicht schlecht, man könnte meinen, das ist ja fast ein Ansatz von Realismus, weil so, wie er hier mit bloßen Händen und ein bisschen Mundschutz an Giftgasopfern manipuliert, muss er ja tatsächlich umfallen. Nur die Frage ist, wieso kommt er dann noch, wieso läuft er noch rum oder kann er noch agieren? Das ist natürlich ein absoluter Schrott hier, was er da macht. Das Ganze ist totaler Schrott. Also man fummelt tatsächlich nur mit diesen Sachen an den Mündern herum. Also es sind nur Simulationen. Wumm ist ja auch umgefallen. Das ist ja mal ein realistisches Element an dem ganzen Spaß hier. Das sieht man ja auch sonst nie. Das sieht man nur hier bei dieser Inszenierung, dass die Helfer selber umkippen. Also, wenn wir uns das mal hier anschauen, hier haben Sie das gesehen, hier dieser Junge zum Beispiel zuckt und schielt, ja. Wenn wir sowas sehen würden hier im Fernsehen auf einer Straße, würden wir es sofort glauben, diese Geschichte. Da gucken die anderen Kinder zu. Also normalerweise sehen wir ja solche Szenen auf Straßen oder Lastwagen, ne? Da liegen die Opfer dann auf Lastwagen. Die sogenannten Giftgasopfer werden abgespritzt mit Wasser und mit bloßen Händen angefasst. Man ist offenbar sehr zufrieden mit der Performance. Da gibt es noch zur Belohnung eine Mickey Maus, taucht da noch auf. Was macht denn da so ein amerikanisches Symbol eigentlich bei so einer Dschihadistenübung? Die Mickey Maus. Ja, so kommen also wahrscheinlich die Beweise zustande, auf denen dann Militäraktionen beruhen, der ganze westliche Propagandakrieg. Aber auch leider nicht nur ein Propagandakrieg, sondern auch ein echter Krieg gegen zahlreiche Länder, in diesem Fall gegen Syrien, wo vom Westen Terroristen bezahlt werden und eingeschleust werden. Und tja, daran sollten wir denken, wenn wir solche Giftgasopfer sehen oder aber wenn Trump mal wieder irgendeine Vergeltungsaktion ankündigt. Solche Bilder kennen Sie ja bestimmt, oder? Ein ziviles Opfer eines feigen Bombenangriffs von Diktator Assad in Syrien. Wenn Sie dranbleiben, erkläre ich Ihnen auch gleich, wie diese Bilder entstanden sind. Also mit dieser Rede erklärt der amerikanische Präsident Donald Trump in der Nacht vom 13. auf 14. April 2018, dass und warum er zusammen mit Frankreich und Großbritannien einen Luftschlag auf Syrien durchgeführt hat, nämlich wegen der angeblichen Giftgasangriffe von Staatschef Assad auf seine eigene Bevölkerung, zuletzt vor etwa einer Woche in Duma bei Damaskus. Nun wollen wir doch mal wissen, wo sind denn eigentlich die Beweise dafür? Und meistens sind die Beweise, die sogenannten Beweise, sogenannte Rettungsorganisationen in Syrien, die auf Seiten der Rebellen unterwegs sind, und zwar
insbesondere die sogenannten Weißhelme. Und auch diese Rettungsorganisation wird vor allem von Großbritannien und den USA finanziert. Sind sie deshalb Handlanger des Westens? Die Antwort muss natürlich lauten, ja. Denn wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Ja? Und wenn man sich mal diese Rettungsaktionen der sogenannten Weißhelme anschaut, dann wollen wir das mal gleich mal machen. Nur sollte man sich dann eben auch anschauen, wie das Video entstanden ist. Wait. Wait. On your marks. Get set. Go! Hier sehen wir also diese zwei Weißhelme in Warteposition, dazwischen ein blasses Opfer, offenbar jemand, der unter Trümmern lag. Wenn wir aber genau hinschauen, sehen wir schon mal, der Mann hat keinen Kratzer abbekommen, obwohl er hier unter wirklich schweren Steinen begraben ist. Alles wartet in gespannter Ruhe. Hier sehen wir diese schweren Brocken. Man müsste also wenigstens Blutflecken auf seinen Beinen sehen. Wartet. Wartet. Macht euch bereit. Und los. Hier sehen wir nochmal die Situation mit den schweren Steinen, ja, hier in diesem Steinloch, scharfkantig alles, ja. Also ich verstehe nicht, wieso hier nicht das Blut aus den Beinen sickert, abgesehen mal davon, dass es ganz klar ist, dass das alles inszeniert ist. Also das sind die Beweise von US-Präsident Trump und von unseren Mainstream-Medien für Attacken in Syrien. In diesem Fall wohl kein Giftgasangriff, sondern das ist ein anderes Beispiel. Und der Witz dabei ist, also die sogenannten Weißhelme haben diese Sache selber eingeräumt und sich dafür entschuldigt. Dieses Video ist nur wenige Stunden, nachdem es veröffentlicht worden war, natürlich ohne diesen Vorspann, nehme ich mal an, wieder von ihrer Plattform verschwunden. Also die Authentizität ist unbestritten. Es ist ein Video von den Weißhelmen inszeniert und zeigt einen angeblichen Angriff des Assad-Regimes auf Zivilisten in Syrien. Jetzt, wenn wir nochmal auf die Kronenzeitung zurückkommen, hier geht es zum Beispiel um eine kanadische Journalistin, Nahost-Expertin, die seit 2014 mehrmals in Syrien war, mit dem Namen Eva Bartlett. Und jetzt kommt's. So erzählte die Kanadierin, dass obwohl Dutzende Videos aus der Provinz Aleppo von Rettungseinsätzen der Weißhelme in den sozialen Medien verbreitet worden seien, die Bewohner Ost-Aleppos noch nie von dieser Organisation gehört hätten. Ja, also das passt natürlich, ja, also für eine Totalinszenierung kann man natürlich jeden beliebigen Schauplatz, jede beliebige Kulisse wählen. Es reicht irgendein zertrümmertes Haus sonst wo. Und diese Journalistin sagt, da wo die Weißhelme angeblich Leute gerettet haben, hat niemand was davon mitbekommen.